Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 1. September 2020. Damit im Monatsauftakt für den September, ein saisonal ja doch eher schwächeren Monat. Häufig ist es so, dass die Indizes im September dann doch immer mal ein bisschen eine Klatsche kriegen. Man muss aber sagen, dass es halt im Nachhinein immer, es ist im Nachhinein immer einfacher aussieht, als es dann tatsächlich ist. Weil, ich sag mal, wenn der DAX zum Beispiel jetzt 300 Punkte über den September nach unten gibt, war das auch ein negativer Monat. Es kann aber sein, dass er halt erstmal 100 nach unten macht, dann nochmal 1000 nach oben und am Ende, ich sag mal, 1300 wieder zurück. Und dann war das der schlechte Monat und deswegen muss man ja trotzdem ein bisschen feinfühlig sein. Man sollte sich von so Saisonalitäten nicht im Kopf zu sehr verirren lassen. Da habe ich früher, als ich angefangen habe, auf sowas zu beachten oder auf sowas zu achten, auch immer dolle Probleme gehabt, weil ich in bestimmten Monaten einfach immer mir gesagt habe, der macht das, der macht das, der muss das machen, Statistik und so weiter und so fort, und habe eigentlich die ganze Zeit gegen den Markt gehandelt. Ne? Das ist so ein bisschen wie das, was man auch zum Verfall immer sagen. Also von daher, seien es da ein bisschen vorsichtig, haben es das im Hinterkopf, dass der Markt grundsätzlich wahrscheinlich nach unten gehen kann, vielleicht auch mal ein Fehlsignal oben neigt, aber trotzdem versuchen sie nicht zu krass gegen den Markt zu handeln. Also das kann häufig halt auch ins Auge gehen. Ne? Denken Sie auch an die US-Wahl, die ins Hause steht. Da kann es durchaus auch sein, dass man unseren DAX hier hinter den Amerikanern hinterherzieht, will ich jetzt mal nicht sagen. Es bringt einen falschen Zungenschlag rein, den Sie von mir nicht kennen. Aber wenn der Gesamtmarkt jetzt noch weiter zur Stärke neigt, weiter positiv ist, dann wird das auch am DAX nicht spurlos vorbeigehen und dann wird es unserem DAX schwerfallen, hier brachial in die Knie zu gehen, wenn alles andere nach oben strebt. Es ist einfach so, dass viele Fonds, viele, ich sag mal, MSC World und sowas, das sind überall Werte aus den Amerikanern drin, da sind auch Werte aus dem DAX mit drin, Eurostox-Werte und sowas. Dadurch korreliert das halt schon alles irgendwo miteinander halt. Ne? Das heißt, wenn da viel reingeworfen wird, Geld in den Markt, hat das immer Randerscheinungen mit auf andere Indizes. Ne? Also das muss man einfach im Hinterkopf mit haben. So, und wenn jetzt Geld in einen Fonds reingeht und der muss das anlegen, der muss das anlegen, der muss das Geld mit reindrücken in den Markt, weil es eben zugeschüttet wird damit, und dann geht das auch immer breit. Jetzt aber zum DAX ganz konkret. Also, wir hatten gestern hier die düsteren Wolken, vorgestern die düsteren, beziehungsweise am Freitag die düsteren Wolken. Gestern haben wir gesagt, es klart ein bisschen auf, aber wir haben gesagt, wir wollen vom DAX auch Stärke sehen. Wir wollen von ihm sehen, dass er hier das Zeug hat, das wegzuschieben. Das sah ein bisschen besser aus, also auch so von der Bewegung, die der DAX gehabt hat. Ich empfand das als eher komischen Tag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so ging, von der Gefühlslage, von dem, wie sich der DAX verhalten hat. Wirkt es für mich eher so komisch, ein bisschen, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig bezeichnen soll, aber das ist auf jeden Fall eine komische Situation, die auch einen ordentlichen Ausbruch jetzt mit sich bringen kann. Wir haben da gestern mal drüber gesprochen gehabt, auch über die Tagesbänder, wie eng die zusammen sind. So, und jetzt gucken wir mal auf den 2-Stunden-Chart. Und ganz markant brauche ich ihn gar nicht benennen. Wir liegen direkt auf dem Channel. Wir haben am Morgen immer versucht, oben den Trigger zu kicken. Das hat einfach nicht. Der wollte einfach nicht halt. Ne? Also, der hat so schön immer wieder nach oben gedrückt, aber da kamen einfach keine Anschlusskäufe. Es kamen keine Anschlusskäufe rein. Der hat sich so viel Mühe gegeben, die Karre hier über die 13.135 zu heben. Also. Dass man hätte ja ihm am liebsten mal so einen Euro hingeworfen, ne? So nach dem Motto, ach komm, hier nimm doch, mach's doch einfach, weil man es schon gar nicht mehr angucken konnte. Ne? Unsere Elisa, die wollte auch 11.30 Uhr dann dort long rein, da habe ich auch geschrieben, also tut mir leid, aber das ist für mich einfach zu viel Schiebe, das ist für mich nichts, wo ich sagen kann, oh, da will ich jetzt unbedingt long mit drin sitzen. Ne? Und so ging es dann offenbar auch mehreren, die sich dann gesagt haben, nee, das ist mir jetzt hier nichts auf der Käuferseite, zu wenig Spaß, und dann kamen hier größere Abgaben rein halt. Kam er schön nach unten, hat sich immer wieder ruckartig versucht, nach oben zu arbeiten. Im Endeffekt ging es aber nach unten und das auch konstant und das bis letztendlich sogar zur letzten Minute. Und das ist markant, das ist auffällig, weil das war ein Montag. Das haben wir, da können wir die Montage durchgehen. Ich glaube, das haben wir auf die letzten 3 Monate nicht gesehen, dass der Montag so nach unten gestartet ist halt. Ne? Also wir haben hier den Monatsschlusseffekt mit drin. Ein kleines Fixing, den DAX unter die 13.000 zu ziehen zum Monatsschluss. Das war auch im letzten Monat schon zu sehen, im August. Auch da waren wir eine Woche vorher im DAX um die 13.300 herum.
und sind dann wirklich in der letzten Handelswoche im Monat gut 1000 Punkte nach unten gejagt worden. So viel ist es jetzt hier nicht ganz geworden, aber auch hier haben wir gesehen, in der letzten Handelswoche wurde hier wirklich der DAX auch nochmal unter die 13.000 gezogen. So, und jetzt wird entscheidend, wie geht er jetzt am Dienstag hier auch mit dem Channel um. Sie kennen die Geschichte nun schon fast in- und auswendig. Es ist ein Channel, der mich spaltet, der sich mir nicht in den Kopf will, was er denn hier tut, weil wir von Anfang an gesagt haben, so ein Channel ist toll, ist ein schönes Ausbruchsniveau, aber wenn der DAX aus der Mitte raus startet, nicht wenn er von komplett unten im Ausbruch komplett oben durchzieht, weil er das halt häufig nicht macht und meist nochmal in die Mitte vom Channel zurück muss. Die Mitte vom Channel liegt bei 11.840, 11.800, nee, nicht 11.840, 11.800, 12.840, 12.800. Das wäre die Mitte vom Channel. Der Trigger dafür, der ist im Grunde schon aktiviert. Wir sind unter die 13.000 durch. Und jetzt sehen Sie aber, wie der hier mit den Stunden, mit der Nase da so oben drauf rumtonnt. Deswegen würde ich sagen, der muss eigentlich direkt liefern. Maximal nochmal auf 12.89, 13.000 zurück. Vielleicht sogar ein kleines Aufwärtsgap, um die Leute zu verwirren. Dort ein bisschen zur Seite und dann muss er sich wieder hier runterschieben, Gap Close machen und dann auch mal hier ein bisschen zu reinarbeiten einfach in den Channel. Dann haben wir das Thema endlich mal durch, dann habe ich hier nicht Stuss erzählt die letzten Wochen und Monate, sondern hat sich auch hier wieder gezeigt, dass unser DAX einfach Regelmäßigkeiten hat, die es zu beobachten und immer wieder anzuzählen gilt. Ne? Also das wäre jetzt hier einfach so das Thema. Wenn er tiefer geht, wenn er hier nochmal unten durchrupft, so 850 bis 800, das wäre denkbar. Sollte es tiefer gehen, müsste man davon ausgehen, dass er tatsächlich dann hier einen Doppelboden anstrebt und einmal nochmal komplett durchjagt durch den ganzen Kanal halt. Ne? Also 640 wäre das dann. Aber so krass negativ wird es noch nicht sehen. Ich meine, wir haben Monatsauftakt. Das sind Tage, da ist gut Bewegung möglich, ja, ohne Frage. Aber die muss nicht nach unten kommen, die kann aber nach oben kommen. Na, deswegen sollte man hier oben vielleicht auch nicht ganz so achtsam oder achtlos sein. Fakt ist eigentlich, über 13.135 können wir jetzt hier wirklich schon den Long-Trigger ziehen. Ich glaube, wir würden auch bei uns im Dienst dann dort mal einen Long einstellen. Haben wir jetzt aktuell gerade noch einen Short drin. Ja, aber ja, würde ich schon so sagen. Also über 13.135 würde ich speziell mal probieren, dass man vielleicht irgendwie was Long reingestellt bekommt. Sollte man sich schon absichern. Macht der DAX jetzt das zum September-Auftakt? Hätte er gute Karten. 240, 280 anzurennen, vielleicht einen kurzen Rücklauf, um mal die rauszuwuchten, die einfach viel zu übertrieben, viel zu überhebelt dann da drauf anspringen. Und dann aber auch weitermachen. Ja, und ansonsten geht er dann darüber, das bleibt auch gleich. 13,45 und der Gap Close bei 13,75 wären dann drin, wenn wir hier oben rausgehen. Ja, das heißt, bis dahin ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem auch bei eigentlich, ich würde den Long Trigger schon am liebsten fast über die Stundenkerze setzen, wirklich. Ich denke schon, wenn es den DAX über 13.000 wieder großartig treibt zum Dienstag, ich glaube fast, dass er auch bis zur 13.135 dann mal hochguckt. Ja, soll ich hier noch ein extra Dings mit reinsetzen? Aber der ist dann, der hat nicht viel Signalqualität halt, ne? Also das könnte auch doll in die Hose gehen. Aber eigentlich müsste man schon so sagen. Also wenn er sich jetzt hier halt vom Kanal abstößt, dann wäre das jetzt das dritte Mal. Na, dann ist das halt der Stinkefinger für meine Aussage, dass ich gesagt habe, der DAX. Der DAX macht gerne da eben nochmal einen Schlag rein, dann kommt das nicht. Ja, wo setzt man den jetzt hin? Also eigentlich, ich würde ihn echt hier unten setzen wollen, an der 13.000. Auch wenn das jetzt komisches Chartbild ist, ne? Also so haben wir noch nie gezeichnet. Kann ich Ihnen das so drin lassen? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Sie wissen, wie ich es meine. Ne, der hat nicht so viel Kraft, aber ich würde schon sagen, also wenn er jetzt hier halt eine grüne lange Kerze hinstellt, naja, dann ist es halt der dritte Versuch, der in den Kanal zurück gescheitert. Das wird er nach oben probieren halt. Das glaube ich schon. Ne? Aber ich sehe es noch nicht so direkt. Ich würde schon fast eher drauf tippen, dass wir hier einfach mal jetzt die Mitte abholen. Wir haben das so oft jetzt gesagt, die letzten Tage. Das würde einfach passen, dass er das noch macht. Deswegen können wir auch unsere Scheine hier, die K.O.-Scheine für Dienstag,
Guck mal, das muss ich jetzt noch hier abändern. Für Dienstag bleiben aber die gleichen, ne? Also für die Aufwärtsstrecken hier von den Goldman, von Goldman Sachs, die quasi, upsala. Ja, ich habe sogar einen Link dahinterlegt. Sehen Sie mal, was ich hier alles Tolles mache für Sie. Das hat wahrscheinlich noch gar keiner gemerkt, ne? können Sie sich das Scheinchen dann nochmal genau angucken, wenn Sie draufklicken. Also das ist unsere Seite, da kann sich ja jeder kostenlos registrieren. Punkt. Fertig aus. Brauchen wir nicht länger drüber reden, bleiben wir gleich. Ja, Punkt, oder? Mehr müssen wir hier eigentlich nicht sagen. Ich würde jetzt hier noch einen. Oh, das sieht brutal hässlich aus. Also, das gefällt mir heute nicht, was ich hier male, aber es ist. Wie soll ich es Ihnen anders anzeigen halt? Das ist wirklich so wie ich denke. Hier wäre es jetzt tatsächlich so, dass ich sagen würde, als wenn er auch unter die 800 hier drunter geht, ne, unter diesen Gap Close auch deutlich drunter. Ich glaube, geht auch ein bisschen runter halt, ne? Also, warum nicht? So, damit haben wir das im Dings. Wir können ja hier hinten mal vielleicht ein paar Pfeile rausnehmen, dass es hier nicht so überladen aussieht. Ja, ein bisschen sauber. Hat eigentlich viel geklappt hier, wenn wir mal rückwärts so gucken, hä? Viel geklappt in letzter Zeit. So, okay. Nehmen den erstmal raus hier. Und dann sieht es ein bisschen übersichtlich aus. Hä? So, damit haben wir ein schönes Bild für den Dienstag. Und wichtig ist, wie der Nachmittag. Am Dienstag ist immer der Nachmittag wichtig. Das kann ich Ihnen vielleicht noch mitgeben. Der Nachmittag ist immer besonders wichtig im Dienstag, weil der Dienstag ja so diese Grundtendenz dieses Turnarounds hat, ne? Also dieses Vormittag einen Extrempunkt setzen, tief oder hoch und dann komplett umdrehen und dann voll durchziehen. Sollte aber, und das ist halt das wichtige Merkmal für diesen Turnaround-Tag, am Nachmittag dieser Extrempunkt überlaufen werden, dann fällt der Turnaround aus. Ah, und das ist eben ganz wichtig und deswegen sollte man am Nachmittag sehr, sehr, sehr hellhörig sein, wie die Hochs und wie die Tiefs kommen halt, ne? Das ist enorm wichtig. Weil man kann schon sagen, dass aus dem Dienstag heraus sich eine Bewegung bis in den Donnerstag hinein formen kann. Das ist sehr häufig, das ist sehr üblich, insbesondere auch im DAX. Das funktioniert aber bei den Amerikanern genauso, dass häufig aus dem Dienstagvormittag eben die Bewegung sich bis in den Donnerstag reinzieht. Wenn er denn am Dienstagvormittag dreht und am Nachmittag nicht mehr diesen Extrempunkt überwindet. Also mal ganz beispielhaft gesprochen. Der DAX macht am Vormittag einen Tief, 12.850, steigt an. Dann kann der Turnaround sein, dass der DAX von dort bis in den Donnerstag rein ansteigt. Außer er macht eben dieses Vormittagstief am Nachmittag nochmal platt. Weil dann geht er weiter. Es kann aber auch sein, dass der DAX zum Vormittag nach oben steigt, 13.100, und dann anfängt zu fallen. Wenn er dann zum Nachmittag dieses Hoch nochmal rausnimmt, dann steigt er weiter, dann kann er bis in Donnerstag weiter steigen. Macht er das aber nicht, dann ist dieses Dienstags-Vormittagstief oder hoch, was er gesetzt hat, dann häufig auch längerfristig über den Mittwoch noch standhaft. Ne? Das ist eigentlich was Schönes, was man am Dienstag so an Regelmäßigkeiten beobachten und mitnehmen kann. Und da sollte man dann halt auch aktiv drauf achten halt, ne? Und sich nicht zu sehr dagegen stellen. So, Tagesschart können wir noch kurz reingucken. Tagesschart. Der ist jetzt hier unten weggedreht. Weiterhin, also das ist schon prekär, was er jetzt hier macht. Er hat halt ein tieferes hochgestellt. Ne? Da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen, aber er ist jetzt auch erstmal nur bis zum mittleren Band gelaufen. Da ist jetzt, ja, ist jetzt noch kein Drama halt. Ne? Bänder ziehen sich hier weiter zusammen. Wir haben gesagt, da steht Bewegung ins Haus. Sollte er jetzt durchgehen, der untere Kanalkante wäre bei 12.630. So, das passt auch wieder ganz gut zu dem, was wir da im Stundenchart haben, auch wenn ich den DAX dort nicht zum Dienstag unten sehe. Aber es ist auffällig. Sollte darauf achten, ne? Dass die Marke ist einfach wichtig. 12.630, 12.640 im Tageschart, im 2-Stunden-Chart. Ne? Einmal kommt zu hoch zu, nach unten, na? Diagonal und einmal andersrum. Und deswegen ist es schon beachtenswert, weil wir haben einen Kreuzwiderstand. Über mehrere Instanzen, die 12.640 wird dann sehr, sehr wichtig. Aber, Vorsicht, Vorsicht, so weit braucht man dann nicht denken, noch nicht zu negativ werden hier. Muss jetzt erstmal zum Dienstag auch tatsächlich hier noch den letzten Stoß machen. Bringt er den nicht, drückt er sich wieder nach oben. Naja, dann wissen Sie, was da kommt. Na, das kennen Sie ja aus den letzten Tagen und Wochen. Freunde, das soll es dann dazu soweit sein. Ich würde daher hier jetzt einen Cut machen und wir schauen uns einfach mal die Monatseröffnung dann an. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschö.